Wir haben ja das Thema über die Lüge und Wahrheit unter dem Aspekt der Insight. Und ich denke, es gibt hier ein Problem, das zuerst einmal mit der Insight gar nichts zu tun hat, sondern mit dem Sündenfall. Alle Probleme der Insight sind verschärft, aber es sind die Grundprobleme, die wir sowieso als gefallene Menschen haben. Ich lese uns Römer 3. Der vierte Vers. Das sei ferne, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Lügner. Das, was der Reinhold gesagt hat, das ist leider eine Tatsache. Und die Psychologen haben festgestellt, dass ein Mensch im Durchschnitt, ob er will oder nicht, einfach, es passiert im Tag nicht nur einmal, sondern mehrmals lügt. Bewusst, unbewusst ist einfach Fakt. In Johannes 8, 44 sagt der Jesus etwas Furchtbares zu der damaligen frommen Welt. Er sagt zu den hier, ja, großteils gesetzestreue Juden, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner, und der Vater derselben. Jetzt haben wir eine ganz einfache Aussage. Die Bibel sagt, der Mensch selber ist ein Lügner. Das kommt daher, weil man sagt es einfach nicht. Man hat Angst, es den Menschen zu sagen, aber es ist eigentlich nicht in Ordnung. Man muss es ihnen sagen. Die Bibel lehrt ganz klar, jeder Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der kein Gotteskind ist, der nicht durch den Herr Jesus versöhnt ist durch sein Blut, der nicht gewaschen ist in diesem Blut von seinen Sünden, wiedergeboren ist, ist laut Bibel ein Kind des Teufels. Und von daher ist das ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir Kinder des Teufels sind, vom Sündenfall her, passiert was ganz Einfaches. Dass nämlich die Lüge zum Normalzustand unseres Lebens wird. Und man muss das einfach ganz nüchtern sehen. In 1. Johannes 5, Vers 19 geht die Bibel weiter und erklärt ganz einfache Eckpfeiler unseres Daseins. Wir wissen, jetzt kommt der wichtige Punkt, viele Punkte sagt die Bibel, wir wissen es, wir fühlen es nicht, wir empfinden es auch nicht so. Die Bibel teilt es uns einfach mit als Wissenspotenzial. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, das ist der Gläubige. Und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Jetzt muss man sich das einfach einmal vergegenwärtigen, was hier die Bibel für ein Modell aufbaut, dass wir es verstehen können. Das ist das Modell oder das Muster, in was für einem Umfeld wir leben. Und in Matthäus 4, in Vers 8, in der Versuchung Jesu, heißt es, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wisst ihr, das ist einfach Fakt. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Diese Welt ist dem Teufel übergeben. Der Teufel ist der Mörder von Anfang an. Er ist der Vater der Lüge. Die ganze Welt um uns herum, jeder nicht Wiedergeborene, ist ein Kind des Teufels und damit vollkommen von der Lüge verseucht. Und wir Gläubige, wir gehören jetzt nicht mehr zu dieser Welt. Und ich denke, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Da kommt auch ein Großteil unserer Anfechtung und unserer Kämpfe her. Kolosser 1 sagt, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Da steht bei Herrschaft Exousia, das heißt ganz einfach, das ist Vollmacht. Das heißt, der Teufel hat kein Recht über uns Gläubige. Der Teufel darf bei uns keine Lüge auslösen. Wir sind vollkommen frei in Christus vor jeder Lüge, vor jeder Unwahrheit, aber wir sind im System, wo wir vollständig umzingelt sind, und da gehört dazu Epheser 6, Vers 10,
Das heißt, die Bibel sagt zuerst einmal, diese ganze Welt liegt im Argen. Und da gehört der Kosmos, also auch der Lufthimmel dazu. Und jetzt sagt die Bibel in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten. Das steht wieder gegen die Bevollmächtigten. Das spielt eine große Rolle bei unserem Thema. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also nochmals. Wir sind in der Welt, wo etwas Furchtbares geschehen ist durch den Sündenfall. Um uns herum sind die Kinder des Teufels, um uns herum ist die Welt, um uns herum ist die Lüge, weil er ist der Vater der Lüge. Die Bibel sagt klipp und klar, er hat ein gewisses Recht, eine gewisse Vollmacht, hier Dinge zu tun, aber nicht bei uns. Die Bibel sagt klipp und klar, mit der Wiedergeburt bin ich versetzt aus dem Reich des Teufels, aus seinem Vollmachtsbereich, wo er das Recht hat, bin versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, bin in den Leib Christi hineingetauft, 1. Korinther 12, 13, in einem Geist seinem Leib getauft. Ich gehöre zum Herr Jesus, gehöre nicht mehr zum Teufel. Er hat kein Recht an mir, es sei denn, ich räume es ihm ein. Jetzt kommen wir zum Problem. In der Endzeit passiert etwas Furchtbares. Die Bibel sagt ja im 1. Johannes Brief, Kapitel 2, dass es viele Antichristen gab und dass es viele Antichristen geben wird, bis der Antichrist, der letzte Antichrist, auf dem Höhepunkt der Gesetzlosigkeit, aus der Gesetzlosigkeit herauskommt und sein Reich aufrichtet. Die Bibel sagt, zuvor kommt der Geist des Antichristen. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, dass diese teuflische Zustände, die die Menschheit seit dem Sündenfall begleitet haben, je weiter die Endzeit fortschreitet, praktisch zunehmen. Die werden potenziert, die werden immer stärker. Das heißt, die Lüge wird immer krasser. Ich kam vor 44 Jahren durch die wunderbare Gnade Jesu zum Glauben und ich kam aus, sagen wir, ziemlich extreme Situation. Aber da ist etwas passiert damals. Ich bin durchgebrochen zur echten Wiedergeburt und zur Wahrheit. Und wenn ich jetzt diese 44 Jahre in Gedanken nachvollziehe, dann muss ich sagen, dass ich es mir nie hätte vorstellen können, dass eine normale Gesellschaft, die immer noch zu meiner Zeit von einem gewissen, sagen wir, Grund Stock des Glaubens geprägt war, dass die so ins Antichristliche abfällt. Je stärker das Antichristliche wird, je stärker wird die Lüge. Wir werden angelogen durch die Medien. Ich hatte Zeiten, da hatte ich 15 Zeitungen auf meinem Rechner, um zu gucken, was stimmt. Habe wieder aufgegeben, weil ich sinnlos. Ich kann nachweisen, wo eindeutig gelogen wird. Die Leute glauben das alles. Du kannst ihnen jeden Unsinn erzählen. Sie glauben es. Das muss nur irgendwo in die Medien kommen, ob das dann Zeitung, Radio, Fernseher, Internet, wo das kommt, ist denen egal. Sobald es über diese Kanäle kommt, glaubt der einfältige, normale, vom Teufel belogene Mensch, es ist die Wahrheit. Und auf diesem System basiert alles. Dann kommen die Politiker, die uns anlügen. Dann kommen letztendlich Dinge, die uns, sagen wir mal, sehr betreffen. Wisst ihr, und es gibt einfache Methode, das nachzuprüfen. Man muss nur an die Quelle gehen. Ich habe zum Beispiel, wo das alles war, mit diesen ganzen Dingen, mit der Flüchtlingskrise und dem allem, habe ich das Grundgesetz rausgeholt von der Schule. Ich habe es meine nicht mehr gefunden, habe ich das von meinem Sohn rausgeholt, das steht bei mir noch im Schrank, habe ich einfach nachgelesen. Und dann bin ich einfach, das ist so meine Art, erster Vers, letzter Vers, bin ich an den letzten Artikel vom Grundgesetz gegangen. Da steht was ganz Einfaches. Dieses Grundgesetz ist eine Übergangslösung, bis wir eine Verfassung haben. Aber wir haben gar keine Verfassung. Sagt mir niemand. Wisst ihr, wir werden einfach, ich sage es mal vorsichtig, von der Information getäuscht. Aber das ist eher normal. Was über Deutschland gesagt wird, über Russland, über die USA, über Europa, ist eigentlich alles gelogen. Und zwar immer dann ist gelogen, wenn es ins System passt. Das, was ungefährlich ist, da wird natürlich nicht gelogen, gell, viele Dinge. Und das ist das Gefährlichste, was es gibt, dass Lüge und Wahrheit vermischt werden. Das ist wie Licht und Finsternis, gibt Dämmerung und Gott sagt, Dämmerung ist gefährlich. Und so ist Lüge und Wahrheit vermischt. Halbwahrheit ist gefährlich. Wie ist der Sündenfall passiert?
Teufel sagt zu Eva nicht, Gott hat es anders gesagt. Er macht was ganz Teuflisches. Er geht hin und sagt, sollte Gott gesagt haben? Er stellt es in Frage. Er macht eine Vermischung. Und diese Vermischung ist so, dass der Mensch dann selber entscheiden muss. Er muss jetzt entscheiden, was ist die Wahrheit? Kann er aber nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil er in einer Welt der Lüge lebt. Weil die Finsternismächte im Luftraum diese Lüge potenzieren und dauernd per Gedanke, steht in Epheser 2, 1 bis 3, auf uns zu schießen und in unserer Seele lebendig machen. Und weil wir letztendlich hier von dieser Sündenatur als Kinder des Teufels die ganze Menschheit einfach gar nicht merkt, dass man hier geblufft wird. Wisst ihr, die Bibel sagt dann eben ganz einfach, der Teufel arbeitet dann ganz nüchtern sachlich mit Bildern. Und das ist die heutige Zeit. Wir werden heute über die Bilder angelogen. Wisst ihr, Eva sah, dass der Baum gut anzusehen war. Sündenfall passiert. David sah Bathseba wohl im Mikwe, im Tauchbad. Dann geschah der Ehebruch. Achan sah der babylonische Mantel. Was geschah? Der Fluch über seine ganze Familie. Die ganze Familie musste sterben. Das ist immer das Gleiche. Sah. Das heißt, wir werden jetzt systematisch mit Bildern überflutet und dadurch passiert was Furchtbares. Dadurch wird die Lüge Realität. Und jetzt ist so, drum sagt die Bibel, wer Gottes Wort hört und tut. Die Bibel geht davon aus, dass man das Wort Gottes nicht in dem Fall in Bildern sieht, sondern dass man es liest, dass man es auf sich wirken lässt. Drum ist so wichtig, dass man eine Bibel hat und mit der Bibel umgeht und nicht über die Medien geht. Wisst ihr, mir wird es ganz anders, wenn ich die Gläubiger rumlaufe, sehe mit einem Tablet und dann fange ich mit dem Finger drüber zu fahren. Ich würde am liebsten sagen, in die Versammlung kommt keiner rein, der so Dinge in der Hand hat. Ich gebe dir draußen kostenlos Bibel aus. Hier drin gilt die Bibel und nicht die Medien. Wisst ihr, das ist einfach hier eine Entwicklung, die ist furchtbar. Aber jetzt kommt eigentlich was, das ist viel schlimmer. Wisst ihr, ich habe mir so gemerkt, dass die Welt lügt, dass der antichristliche Geist lügt, dass der Teufel lügt. Und dass jeder nicht wiedergeborene der Lüge hilflos ausgesetzt ist und dass auch wir Gläubige, weil wir ja mittendrin sind. Die Bibel sagt, wir sind Fremdlinge auf Erden, wir stecken da mittendrin, diesem System, obwohl wir nicht dazugehören. Und nochmals, der Teufel darf mich nicht mit der Lüge traktieren, weil er keine Vollmacht über mich hat. Wenn ich ihm das aber erlaube, dann zieht seine Vollmacht und das ist das Problem. Und jetzt kommt zum nächsten Punkt, der vielleicht viel radikaler ist. Dass die Welt so ist, das ist uns klar. Aber jetzt geht die Bibel ganz nüchtern hin und sagt, alle Menschen sind Lügner. Ich habe in den letzten Jahren etwas festgestellt, das hat mich völlig schockiert. Aber der Gläubige lügt doch nicht. Die Welt ja, aber doch nicht der Gläubige. Der Gläubige lügt, dass sich die Balken biegen. Ist euch das klar? Wisst ihr, ich habe erlebt, wie führende Leute von Bewegungen, die Männer, die vorne auftreten als die heiligsten Männer, dass sie gelogen haben, dass ich habe es nicht fassen können. Ich habe einen Prediger erwischt, wie er von der Kanzel gelogen hat. War es eine oder zwei Wochen gebraucht, bis ich ihn anrufen konnte. So lange habe ich das verarbeiten müssen. Habe ich ihn angerufen und gesagt, ich habe ein Problem. Du hast gelogen. Sagt er, ja. Ich habe gelogen. Ich habe Buße drüber genommen, aber ich habe gelogen. Dann hat mich das nicht lang her, hat mich ein führender, mich ein führender Vertreter einer Bewegung hat mich systematisch, obwohl ich ihn gefragt habe, ganz konzentriert. Ich habe ihm eine Frage gestellt und er hat sie verneint und ich habe gewusst, dass gelogen ist. Wisst ihr, das sind Dinge, da musst du sagen, Entschuldigung, wo sind wir? Jetzt kommt natürlich das Problem. Nicht jeder in den gläubigen Kreisen lügt willentlich. Das ist das Problem drin. Es gibt Leute, die lügen, ohne es zu merken. Die lügen, weil sie von ihrer Seele überrollt werden. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn ich im Lichte wandle, Galater 5, 16, wenn ich im Geist wandle, lüge ich nicht. Wenn aber Gläubige beginnen, nicht mehr im Licht zu wandeln, nicht mehr im Geist zu wandeln, passiert etwas automatisch. Das kannst du überhaupt nicht verhindern. Dann kommt automatisch diese Lügeschiene in den Seelenbereich, im Geist nicht, da bin ich ja im Heiligen Geist versiegelt. Das kommt in den Seelenbereich hinein und beginnt plötzlich zu wirken. Wisst ihr, jetzt sagen wir es mal so, selbst wenn du jetzt nicht in Sünde lebst, ich hatte in der Firma, solange ich gearbeitet habe,
Und ich habe immerhin auch 43 Jahre gearbeitet. Ich hatte das Problem, dass irgendein Kunde ruft an oder irgendjemand, Kollege, irgendwas. Ich habe gar nicht überlegt. Ich wollte nicht lügen, ich wollte nicht unehrlich sein, ich wollte überhaupt nichts. Ich habe nur geschwind kurz so aus dem Stegreif reagiert. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch, ich reagiere dann in der Regel aus dem Stegreif. Und wo ich fertig war, kriege ich ein schlechtes Gewissen und sage, du hast nicht die Wahrheit gesagt. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. In meinem alten Wesen, in meiner Sündenatur, da wo Paulus jammert in Römer 7 und sagt, wer wird mich elender Mensch erlösen, der ich nicht tue, was ich will? Ich sage es in meinen Worten, steckt die Lüge drin. Jetzt haben wir das Problem. Wir leben in einer Welt, wo es immer krasser wird. Nur Beispiel, ich habe, als ich das kleine Heft über Felix Manz schrieb, das war für mich eine wichtige Sache, weil ich versuche immer nur das zu Papier zu bringen, was nicht gibt oder wo man Informationen braucht. Felix Manz ist ja der Mann, der von einem seiner besten Freunde, von Zwingli, wenn ich jetzt sage, dass er ihn ersäuft hat, dann rebelliert meine Kirchengeschichtler, aber es ist ganz einfach so, er hat es eiskalt zugelassen. Und sein bester Freund wurde ersäuft. Und dann wollte ich einfach wissen, ich hatte ja Material, was schreiben jetzt die klassischen Biografien? Habe ich eine klassische Biografie von Zwingli gekauft für viel Geld? Lies die und such natürlich sofort die Passage, wo kommt Felix Manz? Der kommt nicht. Das ist Lüge. Die Sache mit Felix Manz war so dramatisch, dass die Frau von Zwingli sagt, in dem Moment, wie er das zugelassen hat, aktiv, dass sein bester Freund ersäuft wird, ist Zwingli nicht mehr derselbe Mensch gewesen, ein gebrochener Mensch durch die Sünde. Jetzt kommt da eine Biografie, ein wichtiges Werk. Was ist jetzt? Ist das gelogen oder nicht? Ja. Ist gelogen. Ich habe die Biografie von Schlachter geschrieben. Ich habe einen Punkt, habe ich Schlachter versucht, schöner darzustellen, als er war. Mein Gewissen hat keine Ruhe bekommen. Bei der nächsten Auflage habe ich die Stelle geändert. Habe das knallhart, so wie ich es, also immer noch nicht provozierend, aber so wie ich es vertreten konnte, habe ich die Information weitergegeben, dass jeder sehen konnte, was hier passiert ist. Wisst ihr? Und das sind Dinge, das ist einfach furchtbar. Da kommen Gläubige plötzlich und beginnen und sagen, Israel hat keine Zukunft mehr. Da kommen Gläubige und sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich. Da kommen Gläubige und sagen, das Volk Israel, das auserwählte Volk, ist nicht das auserwählte Volk, das sind bekehrte Türken, das sind Kasaren. Katastrophe. Wisst ihr, und dann gehe ich in die Bibel, das ist ja die Wahrheit, schlag auf, Jesaja 11 und sage, Entschuldigung, da steht, es kommt eine Zeit, wo die Erde, die ganze Welt mit der Erkenntnis Gottes bedeckt sein wird, wie das Wasser der Erdboden des, oder der Grundboden des Meeres bedeckt. Und in der Zeit holt Gott aus den anderen Ländern voll der Rest der Jude zurück nach Israel, steht in Jesaja 11. Und wir sagen, Entschuldigung, kein tausendjähriges Reich. Wisst ihr, jetzt wem glauben die Leute? Es sind oft Leute, die hängen den ganzen Tag vorm Internet und holen sich ihre Informationen aus dem Internet, statt dass sie Bibel lesen. Und dann glauben sie im Internet und nicht der Bibel. Sie glauben dem Lügner. Du musst alles prüfen. Alles. Es gibt nur ein einziges Medium, wo ich nicht prüfen muss. Das ist das Buch, das ich in der Hand habe. Das ist das Einzige, was ich nicht prüfen muss. Ich muss bloß prüfen, ob die Aussage, die man über dieses Buch macht, ob die stimmt. Aber das Buch selber ist die Wahrheit. Psalm 119, 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wisst ihr? Die Bibel sagt klipp und klar, Gott hat die Bibel inspiriert. Theopneustos, Gott gehaupt. Da steht die Wahrheit. Der Jesus sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Johannes 17, 17. Dein Wort ist die Wahrheit. Also ich habe die perfekte Wahrheit, aber alles drumherum, selbst mein eigenes Wesen ist von der Lüge verseucht. Und dann kommen diese Pseudolehren, wo man dann einfach versucht, der Lüge zu glauben. Ich habe jetzt mit meinem Bruder gesprochen, der ist Missionar gewesen, war aber jahrelang, Jahrzehnte immer noch ein Anhänger von der Evolution. Erst vor 6 Jahren hat ihn der Herr überführt, dass es endgültig zu Boden geworfen hat. Wisst ihr, das Problem ist eine ganz einfache Sache. Ich sage es euch jetzt einmal ungeschützt. Entweder stimmte diesem Wort jeder Punkt, jedes Jota, jeder Satz, jedes Wort, alles oder gar nichts. Ist das klar? Entweder oder, schwarz oder weiß, Hü oder Hot, Gott oder der Teufel.
Es gibt hier keine Spielerei. Ah ja, das könnte stimmen und die geistliche Aussage sind richtig, die andere sind nicht richtig. Wisst ihr, ist doch so einfach. Guckt mal her. Da kommen die Wissenschaftler und sagen, ich habe jetzt geologisch festgestellt, das sind Ablagerungen, die weisen auf Millionen von Jahren hin. Da glaubst du denen. Ist der jetzt aber Kind des Teufels, der Wissenschaftler? Ist er Kind des Teufels? Natürlich. Ist der unter dem Einfluss vom dämonischen Geist? Natürlich. Wisst ihr, jetzt komme ich wie ein kleines Kind und sage, naja, in meiner Bibel steht, über der Ausdehnung über dem Himmel waren Wassergürtel. Selbst die Wissenschaftler sagen, wenn hier ein Filter ist, ein Wassergürtel, dann kommt die kosmische Strahlung nicht durch. Die kosmische Strahlung ist Schuld an der Alterung des Menschen, am Prozess. Also, solange der Wassergürtel da war, wird ein Mann wie der Methuselah zum Beispiel 969 Jahre alt. Dann bei der Sintflut kommt der ganze Wassergürtel runter. Dann passiert etwas. Ich habe mir das ganz einfach gemerkt. Ich bin natürlich ein einfacher Mensch. Die ganze Erde war in dem Moment wie unter einem Sikomatik-Effekt. Da war ein ungeheurer Druck. Das gleiche, was im Kochtopf, im Sikomatik-Schnellkochtopf passiert. Das sind Prozesse, die vielleicht tatsächlich Millionen von Jahren gegangen wären, sind blitzschnell geschehen. Abgesehen davon, Gott es gar nicht braucht. Ich habe auch mit Erstaunen festgestellt, und meine schwachen Fächer waren in der Schule Physik und Chemie, möchte ich ganz klar sagen. Aber ich habe festgestellt, das DNS-Molekül, wo ja das Programm, wo mein ganzer Körper abläuft, wenn man da mehr Energie zuführt, verändert sich der Prozess nicht, sondern es geht viel schneller. Also Gott, die höchste Energie kann da geschwind Energie reinschießen, und was Jahrmillionen geht, geht bei ihm 6 Tage. Zudem gab es eine Urschöpfung vorher. Also wisst ihr, von daher ist die Bibel 100-mal genauer und besser wie jede wissenschaftliche Aussage. Aber warum glaube ich immer Wissenschaftler? Warum glaube ich dem? Verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Jeremia 17. Warum glaube ich dem? Wisst ihr, das ist ja das Unfassbare. Und jetzt kommt die Endzeit. Das gehört ja zu unserer Endzeitkonferenz. Jetzt verstärkt sich das. Das heißt, ich werde immer stärker angelogen. Ich werde immer raffinierter verführt von der Welt, von den Gläubigen, die ich dem Geist wandle. Das nimmt zu auf allen Ebenen. Wisst ihr, und dann passiert halt das, was bei uns derzeit passiert. Irgendwann wird die Lüge zum Normalzustand. Der Mensch hat leider Fähigkeit, sich anzupassen. Man gewöhnt sich aber dieses Zeug, das uns hier, nahegebracht wird. Und ich möchte eins ganz klar betonen, die Endzeit ist die Zeit der Fälschung. Und zwar, man muss das einfach einmal ganz nüchtern sachlich feststellen, es lügen mich nicht nur die Medien an, sondern es lügt mich eigentlich rundum alles an. Und ein Medium, ich sage es immer so, das denkt man gar nicht, Bücher lügen auch. Bücher lügen. Mir schickt zum Beispiel jemand, falls er das jetzt hört, kann ich ihm sagen, er kann jetzt aufhören damit. Mir schickt jemand seit Monaten, schickt mir jemand, immer mit der gleichen Handschrift, der Frauenhandschrift, schickt mir jemand Umschläge, und da sind immer gottlose Bücher drin. Unterschiedlichster Art. Irrlehren, vor kurzem habe ich mal was gekriegt, ich glaube es war Branham, aber auch gottlose DDR-Literatur, immer mit einer anderen Adresse, und die Adresse sind alle fiktiv, ich habe alle angeschrieben. Wisst ihr, und die Bücher, die ich da kriege, das ist der größte Unsinn, ist alles gelogen. Wenn jetzt jemand einfältig ist, sich nicht informieren kann oder nicht die Fähigkeit hat zu prüfen, dann geht er hier in die Falle. Jeremia 8,8. Wie könnt ihr da sagen, wir sind weise und das Gesetz des Herrn ist bei uns? Wahrhaft oder wahrlich? Ja, zur Lüge gemacht hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Man kann dieses Wort der Wahrheit zur Lüge machen durch Bücher, indem man Bücher über die Bibel schreibt mit dem Lügengriffel, von der Finsternis inspiriert. Was Sven heute gesagt hat, das bejahe ich. Ich mache zum Beispiel das Gleiche, ich lese Biografie. Wisst ihr warum? Steht der Bibel, ich soll Biografie lesen. Da steht glasklar im Hebräer 13, das Ende derer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut an. Wie soll ich das Ende angucken, wenn die tot sind? Seitdem ihr Biografie lest. Und Hudson Taylor und diese ganze Biografie haben für mein Leben eine riesige Rolle gespielt. Aber man muss hier auch aufpassen. Wer hat die Biografie geschrieben? Was hat der für Interesse? Wisst ihr, ich werde durch fromme Bücher, durch Kommentare, werde ich belogen. Ist das klar?
Kannst du hingehen auf einen Kommentar kaufen? Wenn du ganz sauber vorgehst, ich habe ja Kirchengeschichte bis zum Geld nicht mehr gemacht, hab das auch, das dicke Manuskript, ich glaube, weg, habe ich auch verfasst. Das sind nur Vortragsmanuskripte. Ich musste die Kirchengeschichte der Gemeinde Jesu, die gute Kirchengeschichte, der frommen Leute kaufen. Besitze ich viel, aber ganz viel hat nicht gestimmt. Und zwar immer dann, wenn es im Interesse des Schreibers war, etwas gut darzustellen. Dann habe ich mir die Kirchengeschichte der gottlose moderne Theologe gekauft. Da war genau das Gegenteil. Aber, wenn ich jetzt die zwei im Vergleich hatte, habe ich schon gesehen, wenn beide übereinstimmten, konnte man davon ausgehen, das stimmt. Dann habe ich mir die gottlose Kirchengeschichte, das sind 10 Bände wie Brockhaus, eines ursprünglichen Theologieprofessors, der ein Todfeind des gesamten Christentums ist, auch gekauft. Der hat die ganze Kirchengeschichte geschrieben. Wenn ich die jetzt alle lese und dann durch die Quelleangabe, wenn eine Sache nicht übereinstimmt, hingehe und mir die Quelle suche, dann komme ich langsam zur Wahrheit. Und da habe ich festgestellt, da haben wir den größten Unsinn erzählt. Auf allen Ebenen. Alle Quellen haben mir teilweise Unsinn erzählt. Wisst ihr zum Beispiel, wenn ihr mich jetzt einmal beobachtet, was ich nicht hoffe, es ist immer peinlich, wenn ich in der ersten Reihe sitze und, oder so sitze, dass mich die Leute sehen können und man singt das Lied, großer Gott, wir loben dich, und dann sehe ich, ich singe nicht. Ja, warum singe ich nicht, großer Gott, wir loben dich? Weil ich aus der Kirchengeschichte weiß, dass die Katholiker immer dieses Lied angestimmt haben, wenn sie die Gläubigen verbrannt haben. So, das singe ich nicht. Wisst ihr, das hat mir niemand gesagt. Man hat immer gesagt, schönes Lied, ein frommes Lied. Das ist, ihr begreift, wir werden nicht direkt angelogen, es werden uns Sachen verheimlicht, wisst ihr, und dann kommen diese ganzen Lügen, die man über Geschichte erzählt. Wisst ihr, ich habe die Geschichte der Armenier geschrieben, Verfolgung. Es war ein Schock für mich, was Deutschland getan hat. Wir haben Hitler bekommen, weil wir 2 Völkermorde auf dem Gewissen haben. Sagt uns niemand. Der erste Völkermord hat die preußische Oberschicht, die Generale von Trotha, und diese Leute haben sie begangen an den Hereros. Die haben einen Stamm in Afrika ausgerottet. Und dann sind sie hingegangen und haben diese Methode, wo sie die ausgerottet haben, haben sie der Armenier beigebracht. Entschuldigung, nicht die Armenier, die Türker beigebracht. Und die haben dann die Armenier ausgerottet. Und die Türker haben dann gesagt, wo man ihnen den Vorwurf gemacht hat, ihr habt einen Völkermord begangen, haben sie gesagt, Entschuldigung, wir waren es nicht. Die Idee kam von den Preußen, die haben es uns beigebracht, wir haben es nur noch getan. Sagt ja kein Mensch. Da reden wir nicht drüber, das wird alles totgeschwiegen. Viele führende Männer, wo wir heute wunderbare Bücher haben, wo man sagt, das waren Väter des Glaubens, die haben beim Hitler, Heil Hitler, geschrien. Ich habe Bücher daheim, wo führende gläubige Männer der damaligen Zeit, Führer der Gemeinde Jesu, mit Heil Hitler unterschrieben haben, aber schriftlich. Sagt uns niemand. Wisst ihr, und die Ehrlichkeit ist etwas, was im Reich Gottes verschwunden ist. Und das ist das große Problem, dass wir hier dauernd in diesem Spannungsfeld leben, zwischen Lüge und Wahrheit, Licht und Finsternis, zwischen Satan und Gott. Jetzt kommt eigentlich das Schlimmste für mich. Ich habe festgestellt, dass der Mensch, der Kirche auch dazu, sich selber anlügt. In der Regel redest du das ein, was du gern hören willst. Es gibt ein wunderbares Gebet und kein gefährlicheres, als wenn du hingehst und sagst, Herr Jesus, wie siehst du mich? Und dann wartest du ganz ehrlich, was passiert. Und dann siehst du mal wirklich, wie du bist, und dann siehst du die Wahrheit. Aber das, was hier abläuft, auch die Lobhudeleier. Ich habe was festgestellt. Die Leute, die mich am meisten gehätschelt haben, und das ist oft genug passiert, ich bin versucht worden zu bestechen, wir haben sie versucht zu bestechen, wir haben sie alles versucht. Durch Ehre, Lobhudeleier und so. Die Leute, die am meisten Hurra geschrien haben, das waren die Ersten, die mich, wenn es hart auf hart ging, abgestochen haben. Irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, interessiert mich alles nicht mehr. Es gibt bloß nur einen einzigen Punkt, das ist auch in der Endzeit ein Schlüssel, wir sehen jetzt nachher, vor Gott in Christus. Herr, was du von mir denkst, was du willst, das interessiert mich. Was die Menschen sagen, interessiert mich nicht mehr. Im Zweifel wirst du angelogen.
Meine Schwester, die bei uns war, war die größte Freundin auch unserer Familie, hat wunderbar alles gemacht und hat alles gesehen, wie wir es sahen. Dann ist sie wegen einer Sache, wo wir ihr nicht nachgegeben haben, hat sie die Gemeinde verlassen. Für mich war es das Interessanteste. Von dem Moment an hat sie alle die Dinge, die sie beurteilt hat, genau 180 Grad anders gesehen. Entweder hat sie jetzt gelogen oder vorher, Entschuldigung. Wissen Sie, das sind so Dinge, wo du einfach sagen musst, Katastrophe. Und jetzt kommt halt das Problem, Lüge ist ein Gräuel vor Gott. Das muss man einfach sehen. Und wir leben jetzt in dieser Endzeit. Und jetzt müssen wir ganz einfach aufpassen, dass wir von diesem endzeitlichen Geist nicht verseucht werden. Weil wenn das passiert, dass der Teufel, obwohl er kein Recht an uns hat, unsere seelischen Bereiche mit Lüge verseuchen kann und wir dem nachgeben, dann passiert etwas. Dann passiert Sprüche 12, 22, falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer die Wahrheit sagt, gefällt ihm. Plötzlich wird es geschehen, dass Gott mir widersteht. Das kann ich mir in der Endzeit nicht leisten. Sprüche 19, 5, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen. Das heißt, ich bleibe nicht ungestraft. Das heißt, Gott wird mir widerstehe, und zwar heftig. Und jetzt, wenn du mit Leuten redest und die sagen, ich lebe durch keine bewusste Sünde. William Busch hat das immer schön gesagt. Er hat gesagt, es gibt weiße und schwarze Sünde. Das war Sarkasmus. Er hat gesagt, weiße Sünde, das sind die kleine fromme Sünde, wo du vielleicht böse zum anderen Gläubigen bist, wo du giftig bist, wo du nicht 100% die Wahrheit sagst, wo du was verschweigst. Er sagt, die Sünde, die tatsächlich schwarz ist, das ist die, die jeder sieht. Er sagt klipp und klar, zum Beispiel Lügen, Stehlen, Ehebruch, alle diese Dinge, das sind schwarze Sünde. Aber die weiße, die halten wir für harmlos. Das ist aber genauso Lüge. Und wenn du jetzt einmal anguckst, was die Lüge bedeutet, Offenbarung 21, 27, allerdings, wenn das als Hauptwort steht, als Substantiv oder in Präsens aktiv, also in der Gegenwartsform, dann ist immer Dauerzustand. Offenbarung 21, 27. Es wird niemals jemand in sie hineingehen, das neue Jerusalem, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Damit sagt die Bibel, der in der Lüge lebt, ist eigentlich der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Aber das ist eine Tatsache, wenn ich letztendlich nicht im Lichte wandle, dann spiele ich hier mit dem Feuer. Das muss man einfach ganz nüchtern sich vergegenwärtigen und da ist eigentlich nichts zu verharmlosen. Es ist etwas Furchtbares, gell? Und wenn du jetzt 22,15 nochmal siehst in der Offenbarung, da geht Gott nochmals hin und sagt ausdrücklich, draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt. Da steht Phileo, der sie seelisch liebt und tut. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen, es war ein Schock meines Lebens. Ernstzunehmender Bruder aus unserer Richtung und sagt, ich habe gesagt, die haben gelogen. Und dann sagt er, ja, das dürfen sie. Sag ich, bitte, du bist in ihren Augen ein Irrlehrer, dann dürfen sie dich anlügen. Mir blieb die Luft weg. Was steht hier? Wisst ihr, die Lüge ist sowas Teuflisches und Gefährliches. Wir müssen ihr aus dem Weg gehen. Und zwar radikal. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt primitiv, plump, jedem alles auf die Nase binden müssen. Du musst jetzt nicht hingehen, wenn du ein böser Gedanke jemand gegenüber hast, dass du zu dem hingehst und sagst, oh Entschuldigung, ich habe gedacht, du bist ein Depp. Das ist dann, ja, ihr versteht, aber so kommen dann die Gläubigen in ihren Perfektionismus und gehen hin und sagen, das zum Mensch, das ist genauso falsch, das ist Dummheit. Aber wenn der mich fragt, was denkst du über mich? Dann muss ich ihm sagen, Entschuldigung, ich möchte es dir nicht sagen, ich habe böse über dich gedacht. Wisst ihr, das kann man dann machen, mit Weisheit. Wenn man mich fragt, dann muss ich die Wahrheit sagen. Aber wenn man mich nicht fragt, muss ich nicht alles erzählen. Wisst ihr, gehört auch diese Weisheit dazu, wie man hier geistlich lebt. Im Psalm 101, 7 sagt die Bibel, in meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. In seinem Haus, bildlich gesprochen, in der schattenbildlichen Darstellung der Bibel, in Christus. Das heißt, du kannst nicht in Christus bleiben, vollständig in ihm ruhen und vollständig dann auch der Segen des Herrn ausleben, wenn du in Lüge lebst. Das geht nicht. Jetzt kommt eigentlich ein Problem. Du musst aufpassen,
wenn du mit sowas zu tun hast. Offenbarung 12, Vers 10 und 11 sagt, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Manchmal verklagt dich auch der Teufel, um dich ins Elend zu bringen mit der Lüge. Also er täuscht dir Dinge vor, wo du dich nicht entschuldigen musst und versucht dich zu zwingen durch ein schlechtes Gewissen, dass du dich entschuldigst. Und dann kannst du eine Bombe auslösen. Genauso falsch. Manchmal musst du vor Gott warten, bis Klarheit ist. Ich mache das manchmal und sage, Herr, zeig mir, was ist Wahrheit. Zeig mir, was ich tun soll. Und dann habe ich eine Regel, die ist ganz einfach. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist eine Taube. Wenn das dann ganz sanft vor Gott herkommt, mit großer Klarheit, aber so, dass unzweideutig ist, dann tue ich's. Wenn es mir aber die Gurgel zuschnürt, kennt ihr das? Pressatmung. Ich habe keine Depression. Aber wenn plötzlich mir der Brustkorb verengt wird, dann sage ich, das ist jetzt 1. Mose 15. Jetzt stürzen die Geier, die Finsternismächte, die Raubvögel auf mich herab und verengelt mich. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches vor Abraham, er verscheuchte sie. Da gehe ich zum Jesus wie ein kleines Kind, sage, Herr, ich gehe davon aus, dass Anfechtung ist, ich werde nichts tun und dann widerstehe ich dem in dem Sinn, dass ich nicht mehr darauf reagiere. Es geht in der Regel relativ schnell weg. Wisst ihr, da muss man mit Weisheit vorgehen, aber ihr müsst mal nachlesen. Jeremia 14, 14 und auch Jeremia 23, diese ganze Kapitel über die Lügenpropheten, die sind dramatisch. Wisst ihr, und man muss aufpassen, dass man nicht auch in der Wortverkündigung oder, ganz gefährliches Gebiet, oder auch in der persönlichen Rede, dass man so wird. Er sagt hier, Jeremia 14, 14, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht zu ihnen gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres Herzens. Die andere Stelle heißt, dass sie vom Finsternisfürsten, vom Teufel beeinflusst sind und das tun. Wisst ihr, jetzt geht die Bibel hin und sagt, wenn du übers Wort Gottes letztendlich deine eigene Hirngespinste, deine eigene Vorstellung predigst statt des Wort Gottes allein, bist du ein falscher Prophet. Im 2. Petrusbrief hat das Lehramt, das Prophetenamt übernommen. Steht glasklar. Petrus sagt, so wie früher falsche Propheten waren, sind jetzt falsche Lehrer. 2. Petrus 2. Wisst ihr, das sind Dinge, da musst du einfach zusammenzucken, wenn du das siehst. Und da muss dir klar sein, es kann nur ein einziges Element geben, in dem ich rede. Und zwar das Element, dass ich ganz einfach hingehe und in der Wahrheit beginne zu leben. Und zwar vollständig. Ich zeige gleich, wie man das macht. Genau, natürlich der große Endzeitlügner ist der falsche Prophet. Jesaja 9, 14, dann Offenbarung 13, 13, wo die Bibel ganz einfach sagt, es werden falsche Zeichen und Wunder kommen. Und dann kommen die Lügner, wisst ihr, und in Titus 1, 2 heißt der Gott, der nicht lügen kann. Die Bibel ist so, dass sie nie lügt und immer die Wahrheit sagt. Jetzt kommen die Menschen, wenn die nett sind und freundlich sind und lieb sind. Entschuldigung, wisst ihr, ich sage es immer ganz hart, ich hatte ganz viele Zeuge Jehovas als Kunde, die waren immer lieb und nett. Das waren die anständigsten Leute. Ich kenne Sektierer, ich kenne Verführer, das sind die liebsten Leute. Ich kenne einen Verführer, der hat sein ganzes Vermögen hergegeben fürs Reich Gottes. Das ist ein absoluter Verführer. Wisst ihr, ich kann nicht drauf gehen, sondern nicht mein Eindruck von einem Menschen, auch von einem Gläubiger, der kann noch so tolle Dinge tun. Der kann sich wirklich hingeben bis zur Selbstzerstörung. Der kann nur Gutes tun. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der kann der Liebste, der Netzte, der Freundlichste sein. Die Wahrheit ist ja nur das Wort Gottes. Ich muss nur noch am Wort Gottes gehen. Was die sagen, interessiert nicht. Ich muss immer davon ausgehen, dass jemand, wenn es hart auf hart geht, verseucht ist. Wisst ihr, und ja, 1. Johannesbrief, ich werde es gleich lesen, da sagt die Bibel klipp und klar, das ist die Frage, ob du im Licht lebst oder in der Lüge und alles andere wird keine Rolle spielen. Wisst ihr, und jetzt musst du einfach dir vergegenwärtigen, ich bin noch im Fleisch, damit bin ich, wenn ich nicht im Geiste wandle, bin ich in Römer 7. Wenn ich im Geiste wandle, bin ich in Römer 8. Wandle ich nicht im Licht, bin ich in Römer 7. Das heißt, ich kann dann vom Teufel aufgrund seiner Vollmacht belogen werden, ich kann dann vom Teufel zur Lüge verführt werden und ich falle unter das alles. Um mich herum ist nur Lüge.
die ganze Medien, alles was hier kommt, ist letztendlich von der Lüge, oft nur von der Halblüge, von der Halbwahrheit geprägt. Wisst ihr, viele Dinge sind ja in Ordnung, aber dann werden sie mit der Lüge vermischt, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst. Wenn du nicht im Licht wandelst, kannst du es nicht unterscheiden. Du bist freiwillig dieser ganze Finsternismächte und dieser Kräfte. Jetzt geht die Bibel ganz einfach hin und sagt, es gibt nur ein Mittel. Wisst ihr, da gibt es kein zweites Mittel und kein drittes, sondern nur ein Paket. Ich möchte euch das Paket zeigen, das mir der Kopf rettet. Johannes 1, 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit, Herr Jesus. Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade. Und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In diesem Universum ist die Wahrheit erst durch den Herr Jesus überhaupt wieder eingeführt worden, noch im Sündenfall. Und die Bibel sagt, und das ist ja die Bibelstelle, die wir alle kennen, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist die personifizierte Wahrheit. Und wenn wir jetzt Johannes 8, 45 dazu nimmt, dann haben wir den nächsten Punkt. Da sagt die Bibel, wenn ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Er ist die Wahrheit ist durch ihn erst geworden und er ist der, der die Wahrheit gepredigt hat. Und sein Geist ist laut Johannes 14, 17, und das ist ein ganz zentraler Punkt auch in diesen Aussagen, da nennt ihn die Bibel den Geist der Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wo der Heilige Geist ist, wird immer Jesus verherrlicht. Da ist immer die Wahrheit. Und wo Jesus ist, ist immer Wahrheit. Und wo das nicht ist, ist der Teufel. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Was mache ich jetzt mit einem Gläubigen, der lügt? Was mache ich mit einem Führer der Gemeinde Jesu, der lügt? Die Bibel sagt, widersteht. Da darf man nicht lieb sein. Sag, oh, schau, lieber Bruder, guck mal, wie nett der ist. Das interessiert mich nicht. Ich habe vorher gelesen, Johannes 17, 17, sein Wort ist die Wahrheit, Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Wisst ihr, da gehört auch die Lesart der Bibel dazu. Wisst ihr, wenn zum Beispiel in Johannes 6, 47 steht, wer an mich glaubt und die Bibel, die textkritisch sind, lasst einfach weg, wer, also praktisch das an mich weg, nur wer glaubt. Wenn 1. Korinther 15, 47 sagt, der neue Mensch ist der Herr vom Himmel, also in Christus, und man lässt der Herr weg, dann gibt's nur noch einen Glaube, der neutral ist, nur noch Wiedergeburt, die nicht vom Himmel, vom Herr Jesus kommt, nicht in Christus geschieht. Galater 4, 7, Erbe Gottes durch Christus, da ist durch Christus weggelassen, da kann ich Erbe Gottes sein ohne Christus. Mutter etwas? Kolosser 1, 14, also haben wir die Erlösung durch sein Blut, da ist durch sein Blut weggegangen. Wisst ihr, sind alle weggelassen. Und jetzt soll ich glauben, dass das, was hier uns in der Neuzeit durch einen neo-orthodoxer Theologieprofessor, der öffentlich sagt, ich habe sein Lehrbuch gelesen, manchmal ist schade verzeiht, wenn man sowas liest. Das heißt, der Text des Neuen Testaments vom Professor Allen, da habe ich gelesen. Eigentlich hätte ich noch Seite 16 aufhören müssen. Da steht was ganz Einfaches. Da steht wörtlich, wer wie die alte, frühere Gläubige, er nennt sie dann noch spezifisch, an die Inspiration der Bibel glaubt, der muss Textus Receptus lesen. Jetzt kommen viele namhafte Gläubige und sagen, Karl Hermann, du bist ein Extremist. Das ist doch wissenschaftlich. Könnt euch Namen sagen, von führenden Brüdern. Man hat uns, ich habe es noch nie öffentlich gesagt, jetzt sage ich es öffentlich. Man hat uns, nachdem wir mit der Schlachterrevision 9 Jahre geschuftet haben, Tag und Nacht, und wir fertig waren, und die Bedingung für die Revision der Schlachter war vollständiger Text, ohne Lücken, haben wir uns versucht, in der letzten Sitzung, wo wir geglaubt haben, jetzt kriegen wir alle Schulterklopfen und die große Ehre für das, was wir getan haben, haben uns versucht zu pressen, dass wir Stelle weglassen, also einen textkritischen Text akzeptieren. Nur wenn wir stahlhart Nein sagten, und man hat uns dann gesagt, dann wird die Bibel nicht gedruckt, nur wenn das passiert ist, ist die Bibel heute überhaupt da. Ist ein Wunder, dass die Bibel da ist. Schlachter 2000. Ist er. Aber das sind Dinge, diese Textkritik ist einfach so, ich sag's euch immer ganz einfach, wegen Lüge, Wahrheit. Glaubt ihr, dass der dreimal heilige Gott, der echte Urtext, 1900 Jahre lang versteckt, dass er
alle Erweckungen von der Reformation angefangen, wobei man streiten kann, wie weit das ging, mit den Täufern, mit dem erweckten Pietismus, mit der Heiligungsbewegung, Brüderbewegung, alle diesen ganzen Bewegungen, Brüderbewegung, Erfüllungszeichen, hat teilweise einen anderen Text gehabt, dass er denen alle einen falschen Text gegeben hat. Und jetzt in der Endzeit kommt über einen neo-orthodoxen Theologieprofessor, der öffentlich schreibt, ich habe das in der Tageszeitung aus Albstadt, habe ich rausgeschnitten, schreibt er ganz offen, es gab nie einen Urtext. Und dieser Mann ist jetzt der große Guru, wo alle Gläubiger, nur weil er ein Wissenschaftler ist, ihm glauben. Entschuldigung. Dieses Wort ist die Wahrheit. Ich getraue mich nicht, an diesem Wort nur ein Jota wegzutun. Wisst ihr, das ist nämlich der Unterschied. Und jetzt hast du hier plötzlich auch eine fromme Welt, die nicht mehr glaubt, dass die Summe seines Wortes Wahrheit ist. Wisst ihr, alles, was der Herr Jesus sagt, ist Wahrheit. Und wir behandeln der Herr Jesus nicht, wie wenn er die Wahrheit wäre. Wir behandeln sein Wort nicht, als wäre es die Wahrheit. Trachtet zuerst nach dem Recht Gottes, da kommt ab und Zusatz, und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wandelt im Licht, so wird euch solches alles zufallen. Wer glaubt es? Wisst ihr, ich sehe immer, wie die Gläubiger versuchen nachzuhelfen, zu tricksen, statt hinzustehen und sagen, ich muss nur eine Bedingung erfüllen. Ich muss nur hingehen und zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Ich muss nur der Herr Jesus von ganzem Herzen lieb haben. Die zwei Bedingungen, dann geht alles vollkommen perfekt, wie der Wille Gottes es will. Das glaubt keiner. Sonst würde vor 100 Büchern 99 nicht geschrieben werden. Man schreibt da immer Bücher, das muss, so musst du es machen, so musst du es machen. Entschuldigung, bräuchte ich nicht, ich habe so Bibel. Es sind zwei, drei Schritte, wenn ich die tue, passiert gar nichts mehr. Römer 12, 1 und 2, wie erkenne ich den Wille Gottes? Ich behaupte, dass ich den Wille Gottes 100% sofort erkenne. Hochmut. Ne? Wisst ihr, was da steht? Gebt eure Leiber hin als Ganzopfer. Verändert eure Denken und denkt nicht wie diese Welt, sondern lasst euch erneuern, steht im Passiv. In eurem Denken, das passiert, wenn das Schwert des Geistes durch mein Herz geht, lasst euch verändern, dann sagt er, damit ihr den Willen Gottes erkennt, den Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen. Also sagt die Bibel, du erfüllst die drei Bedingungen, ganz Hingabe, du denkst nicht wie diese Welt, also du guckst nicht, weil es ein Professor sagt, dann gehst du hin und sagst zum Herr, hier bin ich, Herr, verändere mich, lass Hebräer 4,12 geschehen, das Schwert des Geistes soll durch mein Herz gehen, dann passiert es beim Bibelleser, fängt der Heilige Geist an mir, der Herr Jesus zu verklären, die Wahrheit zu zeigen. Und ich sage ganz klar die Bibel, wenn das ist, wirst du den Wille Gottes erkennen. Ich erkenne den Wille Gottes nicht, wenn ich die drei Schritte nicht tue, dann erkenne ich gar nichts. Aber wisst ihr, die Bibel ist so einfach. Bloß jetzt kommen wir und glauben nicht mehr, dass das stimmt, was hier geschrieben steht. Könnt ihr euch vorstellen, was Gott empfindet, wenn wir dauernd so tun, als wäre das nicht die Wahrheit. Wir lesen da drüber und handeln nicht danach, weil wir glauben, dass nicht die Wahrheit ist. Wisst ihr, kommt immer im Hinterkopf, es funktioniert ja nicht. Wenn ich alles glaube, was hier geschrieben steht, dass es funktioniert, das wäre doch eine Revolution, oder? Aber ich muss es tun. Lest mal Epheser 1, 17 bis 19. Da geht die Bibel davon aus und sagt, dass in dem Moment, wenn ich glaube, ist die Bedingung, die ganze Erlösung sich mit gewaltigen Kräften äußert, dann hast du keine Bindungen mehr, dann rauchst du nicht mehr. Dann bist du sexuell nicht mehr gebunden. Dann bist du kein Geizkrager mehr. Entschuldigung, wenn ich mal so sage. Wisst ihr, es gibt Geiz, das ist Katastrophe. Dann bist du plötzlich frei, dann bist du frei vom Hochmut, von der eigenen Ehre. Das geht alles weg, wenn du glaubst. Wenn du nicht glaubst, passiert alles nicht. Das ist die ganze Bedingung. Und von daher muss ich einfach sagen, Herr, wenn das stimmt, wenn du die Wahrheit bist, wenn alles, was du gepredigt hast, absolute Wahrheit ist, wenn dein Wort die totale Wahrheit ist, dein Heiliger Geist ist die Wahrheit, wenn es wirklich so ist, wenn ich dem glaube und dem zustimme, dann passiert das alles, wenn ich das wirklich glaube, mich draufstelle im Glauben, dann hat die Lüge keine Chance bei mir. Wenn ich das nicht tue, dann kriege ich ein Problem. Die Bibel sagt zum Beispiel bereits bei Jakobus 1, 18, ich weiß noch, wo ich Wiedergeburt erlebt habe, wir wurden wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit. Wisst ihr, da war ich so ehrlich, ich hätte alles getan. Wenn zu mir jemand gesagt hätte, du bist ein Sünder, hätte ich aufgeschrien, ja, ich wusste es bis in die letzte Phase, ich habe mich 4 Jahre gegen die Wiedergeburt gewehrt. Könnt ihr euch das vorstellen? 4 Jahre bin ich Gott aus dem Ruder gelaufen. Da habe ich zusammengebrochen, habe mich an eine Wand gehängt, das war der Waschraum einer Bank, habe zu Gott geschrien, nach Matthäus 7, rette mich aufgrund von Matthäus 7. Derselbe Sekunde bin ich zur Wiedergeburt durchgebrochen. Bin aus dem Keller raufgekommen, war ein völlig fremder Mensch.
Aber da war ich ehrlich. Wisst ihr, die Bibel sagt, sobald jemand völlig ehrlich wird, bricht er zur Wiedergeburt durch. Und der Heilige Geist, wenn er dich überführt, wird immer dir die Wahrheit sagen. Immer, er wird dir zeigen, was wirklich Wahrheit ist. Wisst ihr, jetzt gibt es ganz einfache Aussagen in der Bibel. Sie sagt zum Beispiel, und hier haben wir so ein paar Grundsätze, dass wir einfach jetzt ganz kindlich entscheiden müssen, was wir wollen. Ich sage ausdrücklich, was wir selber wollen. Die Bibel sagt nämlich ganz sachlich, 2. Timotheus 3, Vers 8, auf dieselbe Weise hat Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Das heißt, wenn ich anfange, der Wahrheit zu widerstehen, wisst ihr, das bedeutet, dass ich zum Beispiel Dinge verdränge, ich will die nicht wahrhaben, wo Gott zu mir redet, dann werden meine Sinne zerrüttet. Ich werde nicht mehr erkennen können, was die Wahrheit ist. Das ist auch der Grund, warum heute so viele Gemeinden abfallen, so viele Gläubige kaputt gehen. Das ist auch der Grund, warum manche Leute nicht zum Glauben kommen. Ich lese uns Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wenn der Text genau liest, betrifft nicht nur Ungläubige, auch Gläubige. Wenn ich wirklich ehrlich bin, kann ich zum Licht kommen. Aber ich muss kommen, ich muss mich entscheiden mit einer ganz einfachen Entscheidung, dass ich das Licht will. Ich will der Herr Jesus als absolute Wahrheit. Ich will das Wirken des Heiligen Geistes an meinem Herzen zulassen, dass er mir absolut schonungslos die absolute Wahrheit sagt. Und ich will was Zweites und Drittes. Ich will nämlich mich dem Wort der Wahrheit völlig unterwerfen. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ich kann der Gläubige, der andere gar nicht lieben, von ganzem Herzen, wenn ich nicht in der Wahrheit lebe. Und er sagt hier, durch Gehorsam gegen die Wahrheit, das wirkt der Heilige Geist, passiert eine Reinigung, die dann die Bruderliebe auslöst. Wenn ich nur im Herrn Jesus verantwortlich bin, nur ihm glaube und alles letztendlich dann ablehne, was nicht der Wahrheit entspricht und nicht nach der Welt gehe. Wisst ihr, die Welt, auch die fromme Welt, die taugt nichts geistlich. Kann ich vergessen. Wenn 1. Johannes 3, 18 sagt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Er sagt ganz einfach, du musst in der Wahrheit wandeln und dann musst tatsächlich das, was hier geschrieben steht, wir haben es auch im Mittag gehört, das musst du wirklich tun. Du musst glauben und tun, dann passiert's. Und jetzt kommen wir nochmal zum Bibeltext, 2. Korinther 4, Vers 2. Wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um, fälschen auch nicht das Wort Gottes. Entschuldigung, fälschen nicht das Wort Gottes, sagt Paulus. Wisst ihr, du musst hier sehen, hier kann alles passieren. Jetzt kommen wir zu etwas, mit dem möchte ich das auch zumachen, geistlich. Epheser 4, 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Entschuldigung, an wen schreibt es der Paulus? An die super, das war ja wahrscheinlich ein Rundbrief, aber an die Supergläubigen von Ephesus. Er sagt hier, du musst die Lüge ablegen. Jetzt haben wir hier ein Problem. Und zwar, das legt die Lüge ab. Ich weiß, dass die Theologen anders sagen, aber ist mir egal. Ich habe das untersucht. Ich bin von dem überzeugt, was ich jetzt sage. Wenn die Lüge abgelegt habt, das steht oder legt die Lüge ab im Aorist 2. Theologe sagen Aorist 1 und 2, in den Zeitformen ist kein Unterschied. Warum gibt es dann 2, wenn kein Unterschied ist? Entschuldigung, ich habe das nachgeguckt. Mir ist aufgefallen, dass immer wenn die Haltung in Christus, also das Totale von der Erlösung her steht, steht Aorist 2. Immer wenn ich es tun muss, steht Aorist 1. Gehen wir davon aus, das ist hier auch so. Da sagt die Bibel, du musst praktisch ein punktueller, willentlicher Bruch mit jeder Sünde vollziehen. Du musst hingehen und sagen, Herr Jesus, ich will mit dem Teufel nichts mehr zu tun haben. Ich will mit der Lüge nichts mehr zu tun haben. Ich will nur dich, die totale Wahrheit. Ich will nur das Wirken deines Heiligen Geistes. Ich will nur dein Wort. Dem unterwerfe ich mich radikal. Am anderen widersetze ich mich.
Und jetzt heißt es hier, und das ist ganz nüchtern, und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Da steht jetzt Präsens aktiv, der Urzustand. Das heißt, du fällst eine Entscheidung, mit der Lüge zu brechen, und dann fängst du einfach an, dauernd die Wahrheit zu sagen. Passiert ihre Lüge, geschieht, bitte schon Vergebung durch Jesu Blut, und gehst wieder in die Haltung rein und beginnst weiterzumachen. Das ist auch das, wo die Bibel bei Waffenrüstung sagt, umgürtet an den Lenden mit Wahrheit, das ist genau das Gleiche, ist nur ein anderes Bild. Wisst ihr? Und dann, wenn du ganz nüchtern das alles dir anguckst, Epheser 5, Vers 9, das ist eine Parallele zu Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wisst ihr, wo der Heilige Geist wird, ist Wahrheit. Wo keine Wahrheit ist, wird nicht der Heilige Geist. Wisst ihr, das sind so einfache Dinge, musst es nur glauben. Jetzt geht Paulus hin, jetzt sage ich, oh, wenn ich diese Haltung doch mein ganzes Leben erhalten könnte, wenn das die Gnade Gottes bewirken würde, was hier in Paulus sagt. Er sagt hier etwas Gewaltiges. Ich habe nie jemand Prediger gehört über den Vers. 2. Korinther 13, 8. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Halt, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Entschuldigung. Hätte zwar auch gepasst, aber es stimmt nicht. 2. Korinther 13, 8, nicht 3, 8. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wisst ihr, was er da sagt? Wenn ich im Geist wandle, kann ich gar nicht anders. Wisst ihr, das wäre doch wunderbar, wenn wir nicht anders könnten. Wenn die Lüge so verbannt ist aus unserem Hirn, aus unserer Seele, unserem Körper, dass wir gar nicht anders können. Dass wir den Jesus so lieb haben, weil er die Wahrheit ist. Dass wir alles glauben, was sein Wort sagt. Dass wir dem Wirken des Heiligen Geistes keinen Millimeter Widerstand entgegen bringen, dass wir uns der Bibel völlig unterwerfen und sagen, so ist es. Es ist passiert in Amerika. Junge Gläubige, frisch, relativ, ja, nicht so erfahren, aber klar bekehrte Leute, brennend im Heiligen Geist. Evangelisiert vom Nachtclub. Die Frage, ob es gut ist, wenn Jungbekehrte das tun. Haben sie gemacht. Kommt ein Mann raus, elegant, beginnt mit ihnen eine Diskussion. Nach ein paar Minuten merken sie, der ist theologisch geschult. Der hat die geistlich fertig gemacht. Die haben was ganz Einfaches gesagt. Die sind wie kleine Kinder hingestellt, haben sich auf die Bibel gestellt und haben gesagt, es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Die waren einfach primitiv, stur, haben sich draufgestellt und gesagt, wir sind überzeugt, es ist die Wahrheit, du kannst erzählen, was du willst, du kannst jeden Beweis bringen, mir sind sie auch gekommen mit den 7 Ausgrabungen Jerichos. Da gibt es eine ganz einfache Methode. McIntosh schreibt, was macht ein Gläubiger, wenn die 7 Ausgrabungen Jerichos kommen? Er sagt letztendlich, wenn die Archäologie kommt, da sagt er was ganz einfach. Er liest, glaubt und betet an. Genau das haben die gemacht. Wisst ihr, was passiert? Der Mann bricht zusammen. Vor ihnen, auf der Straße, in seinem Nobelanzug, auf die Knie und schreit, oh mein Gott, das ist das, was es braucht. War ein abgefallener Pastor einer amerikanischen Gemeinde. Steht. Die Wahrheit. Wir können nicht anders als für die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Die ganze Heiligung beginnt, wenn ich ehrlich werde. Wisst ihr, wenn dann jemand verrannt ist, wir kommen jetzt zum Schluss, aber das ist nur wichtig. 2. Timotheus 2, 25 sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn jemand sich verrannt hat, ich lese ab 23, die törichten, unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit. Merkt ihr, was da drin steht? Wenn du die Wahrheit nicht in Vollerkenntnis hältst, beginnst du törichte, unverständige Streitfragen zu entfachen. Du beginnst den wahren Gläubigen gegenüber Bosheit zu entwickeln, widerborstig zu werden, das ist einfach normal. Das ist immer eine Folge, wenn du nicht in der Wahrheit wandelst. Und er sagt klipp und klar, da kannst du nur beten und hoffen, dass Gott jetzt Gnade gibt. Und dann sagt er, ein wahrer Gläubiger wandelt im Licht. Ein wahrer Gläubiger wird da Johannes 4, 23 tun, Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wieso, wenn du das hast, dann hast du in der Endzeit diesen ganzen teuflischen Geist, der hier uns alle verrückt macht, ausgeschaltet. Und Paulus sagt nochmal in Kolosser 3, 9, Parallelstelle, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen
habt mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das sagt ganz einfach. Du musst immer, wenn Lüge oder was kommt, es ausziehen, sofort reinigen lassen durch Jesu Blut. Du gehst zurück zum Herr Jesus, sagst, du bist die Wahrheit. Ich will nur dich. Ich will nur dein Wort. Ich will nur das Wirken deines Geistes. Ich will das Teuflische nicht. Das ist einfach eine Willensentscheidung. Du stellst dich auf die Wahrheit, aufs Wort Gottes. Und dann passiert was ganz einfaches. Dann geht es dir wie ein Paulus. Dann kannst du nicht mehr anders. Du wirst dir das angewöhnen. Du kannst nicht mehr leben mit Lüge. Ich bin aufs Finanzamt und der Finanzbeamte hat mich versucht, zu einer Lüge zu überreden. Könnt ihr euch das vorstellen? Zum Glück hatte ich Jesus unser Schicksal dabei. Habe ich ihm gegeben. Dann ist er rot geworden. Wisst ihr? Du musst einfach davon ausgehen. Es sind alles Lügner. Aber jetzt sage ich was ganz Einfaches. Und das meine ich von ganzem Herzen so. Und da hört jeder Spaß auf. Ich will kein Lügner sein. Ich will dem Wort Gottes glauben. Ich glaube im Wort Gottes. Wenn in Apostelgeschichte 2,42 steht, die Gläubigen blieben in der Lehre der Apostel, dann weiß ich, dass ich von den Lehrbriefen alles beurteilen muss, auch was mir in Kommentaren und in Lehrbriefen geschrieben steht. Wenn in 2. Timotheus 3 geschrieben steht, das Wort ist inspiriert. Wenn in 2. Petrus 3, Vers 2 steht, der Jesus hat der Apostel alles gesagt, dann habe ich in den Lehrbriefen Auslegung Jesu für den Rest der Bibel. Und wenn ich mit dem vorgehe, wisst ihr, nur ganz praktisch nur zum Schluss, da kommt ein Adventist und sagt, du musst den Sabbat halten, sage ich, Entschuldigung, ich habe vollkommen perfekte Auslegung der gesamten Bibel. Das, was der Jesus der Apostel diktiert hat, geh hin und guck in die Lehre der Apostel, in die Lehrbriefe, was sagt die Bibel über Sabbat. Eine Stelle, Kolosser 2,16, niemand soll euch richten wegen Sabbat, widersetzt. Kommt der Pfingstler und sagt, du musst Geist getauft werden, du brauchst Kraft. Sag, Entschuldigung, ich habe perfekte Auslegung der Bibel, Apostelgeschichte 2,42, 2. Petrus 3,2, guck da ganz einfach, 1. Korinther 12, 13, einzige Bibelstelle. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leben getauft, wiedersehen. Oder? Du kannst jede Verführung wegtun. Wenn du dich als Wort Gottes hältst, nach die eigenen Regeln, wie die Bibel sie aufstellt, Lehre der Apostel, dann kannst du jede Verführung, jede Lüge, kannst du wegschießen. Und dann kommt dein Leben zur Ruhe und dann wandelst du im Licht, dann kommst du zur Ruhe. Dann hast du auch keine Angst mehr vor Menschen, dann suchst du keine eigene Ehre mehr, dann weißt du, alles, was hier läuft, hat alles gar keinen Wert, das sind Ehre. Der die Wahrheit ist. Er, wenn er durch sein Heiliger Geist, der Geist der Wahrheit ist, durch sein heiliges Wort, das Wort der Wahrheit ist, an meinem Herzen wirkt, dann ist Friede wie ein Wasserstrom. Dann ist Vollmacht da, dann ist Ruhe da, dann ist Sieg da, dann ist alles da. Und dann ist es am Schluss wie auf dem Berg der Verklärung, sie sah nichts als Jesus allein. Möge das geschehen durch diese Konferenz. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an, du bist die Wahrheit. Wir beten dich an, dass es zum Ratschluss des Vaters, den du perfekt ausgeführt hast, gehört hast, nicht nur uns zu erlösen, sondern uns der Geist der Wahrheit zu geben, der Geist der Sohnschaft, dein kostbarer, teurer, heiliger Geist und das kostbare und teure Wort Gottes, das die Summe der Wahrheit ist. Und wir können vollständig in dieser furchtbaren Endzeit völlig frei von jeder Lüge leben. Wir können ganz klar sehen, was du sagst und was dieser teuflische Geist sagt. Wir wissen, dass es stimmt, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast und dass du die Ehe gestiftet hast und alles, was dagegen geht, vom Teufel ist. Wir wissen letztendlich, alles, was du schreibst im Wort Gottes, ist die Wahrheit. Und was da dagegen geht, ist Lüge, egal wer es wann, wie, wo sagt. Jetzt gib uns einfach, dass es bei uns geschieht, wie beim Paulus, dass wir nicht gegen die Wahrheit können. Dass wir so im Lichte wandeln, so uns dir auf den Altar legen, dass du mit uns zum Ziele kommst, dass du unser Ein und Alles bist, dass die Wahrheit triumphiert in unserem Herzen. Du selber durch deinen Geist vermittelst deines Wortes und dass die Lüge verschwindet. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.